Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu meinem heutigen Vortrag. Das heutige Thema ist von Bedeutung für alle Anwender von zwei Komponenten Kaltplastiken und für alle, die das noch werden wollen. Es geht um das Thema flüssige Peroxidhärter in Markierungsmaschinen. Die Verarbeitung von zwei Komponenten Kaltplastiken. Damit befasst sich die Firma Hofmann schon seit dem Jahr 1966. Für die Stoffgruppe der 2K-Kaltplastiken wurden verschiedenste Applikationstechniken entwickelt und viele Erfahrungen gesammelt. Und trotzdem ist die Verarbeitung von 2K-Materialien bis heute nicht problemlos und erfordert bei den Anwendern immer eine gewisse Lernkurve. Es sind die drei M's, die stimmen müssen. Der Mensch, also der Bediener, die Maschine und das Material. Und eine Komponente, die hier immer wieder für Störungen sorgt, ist die flüssige Härterkomponente des Markierungsmaterials. Beziehungsweise manchmal auch nur das Wissen über den Umgang damit. Und deshalb möchte ich Ihnen heute mal die Herausforderungen bei der Verwendung von Peroxidhärtern näher bringen. Das Ganze natürlich aus unserer Sicht als Maschinenhersteller, denn wir sind Maschinenbauer, keine Chemiker. Und ich hoffe, dass Sie neue Erkenntnisse gewinnen können oder zumindest noch einmal für bestimmte Vorgehensweisen sensibilisiert werden. Vorab eine kleine Einordnung, über welche Materialien wir sprechen. Hier abgebildet sind die maßgeblich verwendeten Markierungsmaterialien, Farben und Plastiken. Dazu ist zu sagen, dass alle Markierungsmaterialien ihre Berechtigung haben. Alle Materialien haben ihre Stärken und Schwächen und können je nach Anwendungsfall genau die richtige Wahl sein. Unterschiedliche Anforderungen können zum Beispiel sein, die Langlebigkeit der Markierung, erforderliche Retroreflexionswerte, klimatische Umgebungsbedingungen, Warneffekte durch Vibrationen beim Überrollen, Sperrzeiten für die Applikation und natürlich der Preis der Markierung. Heute geht es um diese Gruppe, Kaltplastiken auf Basis von Polymethylmethacrylat, abgekürzt PMMA. Kaltplastiken sind reaktive Stoffe, die aus mindestens zwei Komponenten bestehen. Aus mindestens einer Hauptkomponente und einer Härterkomponente. Erst nach Erfolg der Vermischung und Aushärtung entsteht dann eigentlich die eigentliche Markierung auf der Straße. 2K-Kaltplastiken sind weit verbreitet und zeichnen sich durch eine sehr hohe mechanische Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Sie werden in der Regel auf Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen oder im Bereich mit besonderen Anforderungen an die Abriebfestigkeit eingesetzt. Die Kaltplastiken sind als hoch- und niedrigviskose Variante verfügbar. Als Kaltplastik für Dickschichtmarkierung und als Kaltspritzplastik für Markierung mit geringeren Schichtstärken. Darüber hinaus werden die Stoffe mit verschiedenen Mischungsverhältnissen angeboten. Dazu ist anzumerken, dass chemisch gesehen alle Kaltplastiken eigentlich Systeme mit 98:2 Mischungsverhältnis sind. Allerdings war früher nicht bei allen Applikationsverfahren die Möglichkeit da, so stark voneinander abweichende Mengen zuverlässig zu dosieren. Deshalb wurde das Material dann mit einem Trick anders aufgeteilt, sodass man zwei gleich große Mengen erhielt. 1:1 oder 50:50. Und zwei gleich große Mengen sind natürlich viel einfacher zu dosieren als 98:2%. Aber diesem Vorteil steht ein Nachteil gegenüber. Denn 1:1 Materialien weisen leider nur eine begrenzte Lagerstabilität auf, da sie mit Härte aktiviert werden müssen und dann nicht mehr unbegrenzt haltbar sind. Da die verfahrenstechnischen Probleme heute gelöst sind, hat sich bei der maschinellen Applikation das Mischungsverhältnis 98:2 weitgehend durchgesetzt. Hier noch einige Beispiele für Markierungsmuster, was man mit Kaltplastiken alles so applizieren kann. Also eigentlich alles,
oder fast alles. Glattstrich als Dünnschicht- und Dickschichtmarkierung. Verschiedene Arten von strukturierten Markierungen wie Spotflex oder stochastische Agglomerate und Profilmarkierungen mit Vibrationseffekt. Werden jetzt Stammkomponente und Härter miteinander vermischt, startet eine Kettenreaktion, die als Polymerisation bezeichnet wird. Die Polymerisation ist eine chemische Reaktion, bei der sich flüssige Monomere zu festen, langkettigen Polymeren vernetzen. Und damit diese Polymerisation in Gang kommt, braucht es einen Initiator, der sogenannte Startradikale generiert. Denn bei PMMA handelt sich es um eine radikalische Polymerisation. Und dieser Initiator ist der Härter. Anschaulich gesagt braucht es einen ersten instabilen Dominostein, der kippt und die Kettenreaktion auslöst. Bei der Polymerisation handelt es sich um eine exotherme Reaktion. Das heißt, es wird dabei Reaktionswärme frei. Hohe Temperaturen beschleunigen den Prozess. Zum Beispiel hohe Außentemperaturen oder auch hohe Fahrbahntemperaturen, also die Fahrbahndecke, wenn die sehr heiß ist. Über die zugegebene Menge an Härter kann die Reaktionsgeschwindigkeit in begrenztem Umfang an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Aber Achtung, dabei dürfen bestimmte Mengen nicht über- oder unterschritten werden. Ein zu viel oder ein zu wenig sind gravierende Fehler. Es kommt dann zu Vernetzung und Aushärtungsfehlern. Die Markierung wird dann vielleicht gar nicht mehr richtig hart und bleibt gummiartig. Die Haftung der Markierung auf der Straße bzw. die Verankerung der Nachstreumittel sind dann nicht mehr gegeben. Deshalb nicht zu viel oder zu wenig Härte. Als Initiator kommt bei der Polymerisation von PMMA-Harzen Dibenzylperoxid zum Einsatz, auch BPO genannt. Das ist ein organisches Peroxid, das durch einen chemischen Zerfall die gewünschten Startradikale generiert. Organische Peroxide sind relativ instabile Verbindungen. Sie zerfallen bei Temperatur- oder Katalysatoreinwirkung. Und das geschieht auch schon bei normalen Lagertemperaturen. Peroxidhärte hat daher nur eine begrenzte Haltbarkeit. Irgendwann sind mehr und mehr Peroxide zerfallen und dadurch lässt die Wirksamkeit des Härters nach. Eine wichtige Kennzahl von Peroxidhärtern ist in diesem Zusammenhang die SAT, die Temperatur der selbstbeschleunigten Zersetzung. Erreicht nämlich die Temperatur des organischen Peroxids die SAT, ungefähr hier diese Linie, wird durch die Zersetzung mehr Wärme pro Zeiteinheit produziert, als an die Umgebung abgegeben werden kann. Die Folge ist, dass sich das Peroxid durch die fortschreitende Erwärmung immer schneller erwärmt und die Zersetzung immer schneller erfolgt und selbst beschleunigt. Diese Gefahr besteht ab ungefähr 50 Grad. Die genauen Werte nehmen Sie bitte den Datenblättern der Hersteller, weil das ist auch vom Liefergebinde abhängig. Das Erreichen der SAT muss unbedingt vermieden werden. Die Zersetzung von Härter stellt eine Gefahrenquelle dar. Ein in Zersetzung übergehendes Peroxid setzt brennbare Gase frei, die sogar selbstentzündlich sein können. Aber nicht nur hohe Temperaturen sind problematisch. Auch der Kontakt mit nicht verträglichen Materialien und Substanzen kann eine schnelle Zersetzung des Peroxids bewirken. Ungeeignet sind zum Beispiel Buntmetalle wie Messing, Kupfer oder Zink, aber auch Rost von Eisen, Asche und manche Lösungsmittel. Kontakt mit ungeeigneten Materialien muss auch vermieden werden. Das betrifft natürlich auch das gesamte Härtersystem an der Markiermaschine. Zersetzter Härter sollte nicht mehr verwendet werden. Es kann zu Aushärtungsfehlern in der Markierung kommen.
Wie vermutet, Peroxidhärter ist ein Gefahrstoff. Der bei uns in der Markierung bei uns verwendete Härter ist zwar relativ unkritisch. Es gibt in anderen Industriebereichen deutlich aggressivere Peroxide. Aber trotzdem ist einiges zu beachten. Denn für den Einsatz von Gefahrstoffen bestehen für das verarbeitende Unternehmen umfangreiche Pflichten. Es sind Anforderungen einzuhalten, die Auswirkungen auf Transport, auf die Lagerung, die Verarbeitung und auf die Entsorgung haben. Sind Gefahrenhinweise sind zu beachten. Und im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung müssen Maßnahmen für den Umgang mit dem Stoff erarbeitet werden. Zum Beispiel hinsichtlich der Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung wie Schutzbrille oder Handschuhe. Bei der Markierung kommt heute fast immer Flüssighärter zum Einsatz. Deshalb muss ich an dieser Stelle leider auf eine nicht so schöne Eigenschaft des Flüssighärters hinweisen. Denn beim Flüssighärter handelt es sich um eine Suspension. Das bedeutet, es ist ein Stoffgemisch aus einer Flüssigkeit und darin fein verteilten Feststoffen. Eine Suspension neigt zur Phasentrennung. Das heißt, die Feststoffpartikel neigen dazu, bei längerer Lagerzeit sich von der Flüssigphase zu trennen und sich am Boden des Behälters abzusetzen, zu sedimentieren. Das sieht dann so aus, das ist eine beginnende Sedimentation. Es bildet sich dann ein Bodensatz und das kann immer weiter fortschreiten, dass sich nachher am Ende hier unten eine richtig feste Schicht bildet, die nicht mehr aufgerührt werden kann. Ein Einflussfaktor auf die Sedimentation ist die Rezeptur des Härters selbst. Da sind ja noch mehr Stoffe als Peroxide drin. Also Peroxide ist ungefähr 40% Anteil. Und die Rezeptur ist unterschiedlich und die Härter neigen unterschiedlich stark zum Separieren. Ein anderer Einflussfaktor für alle ist die Lagertemperatur. Das heißt, bei höheren Temperaturen sinkt die Viskosität der Flüssigkeit und das macht es den Feststoffpartikeln natürlich leichter, nach unten herabzusinken. Härter sollte vor dem Gebrauch unbedingt gründlich aufgerührt werden oder aufgeschüttelt werden. Ein entmischter oder verklumpter Härter kann zum Ausfall des Härtersystems an der Maschine führen und auch zu Aushärtungsfehlern in der Markierung. Aber nicht nur die Lagerung kann zu einer Phasentrennung führen, sondern auch, wenn die Härterflüssigkeit unter Druck an engen kleinen Spalten ansteht, zum Beispiel von Ventilen oder Pumpen. Die Flüssigkomponente wird dann durch den Spalt durchgedrückt, aber die Feststoffpartikel passen nicht durch und bleiben hängen. Kann sich dann vor dem Spalt ein richtiger gipsähnlicher Pfropfen bilden, der das Härtersystem blockiert. Das heißt, bei längeren Pausen sollte das Härtersystem drucklos gemacht werden. Kommen wir zur Fördervorrichtung. Der Härter muss ja vom Vorratsbehälter irgendwie zur Applikationseinheit gefördert werden, und zwar in der richtigen Menge. Und das sind relativ kleine Mengen teilweise. Die benötigten Mengen liegen zwischen nur 30 Milliliter pro Minute, das ist ganz wenig, die nicht fehlen darf, bis zu 1 Liter pro Minute, je nach Schichtdicke, Strichbreite und Markiergeschwindigkeit. Welche Anforderungen sind auf diesem Weg zu erfüllen? Als erstes ist die gewünschte Härtemenge überhaupt einstellbar und wird das eingestellte Mischungsverhältnis dann auch zuverlässig eingehalten. Und das Ganze sollte natürlich auch für Geschwindigkeits- bzw. Mengenänderung gelten. Das Mischungsverhältnis hat Auswirkungen auf die Tropf- und Aushärtungszeit und grobe Abweichungen können zu Haftungs- und Aushärtungsfehlern der Markierung führen. Hier ist mal eine Übersicht der bei Hofmann verwendeten Härter-Fördersysteme. Mit allen gezeigten Härterpumpen werden die Anforderungen erfüllt.
Nicht aber mit einem einfachen Druckbehälter, ganz links zu sehen. Mit einem Druckbehälter wird die gewünschte Härtemenge ja über den Behälterdruck eingestellt. Aber die ausgebrachte Menge ist dann abhängig von der Materialviskosität, und da gibt es einen Temperatureinfluss, und von den Widerständen im Leitungssystem, dem zu überwindenden Gegendruck. Ändert sich jetzt die Viskosität oder der Gegendruck, ändert sich die ausgebrachte Menge und damit das Mischungsverhältnis. Überhaupt, die ausgebrachte Menge kann bei einem Druckbehälter gar nicht einfach eingestellt werden, denn sie ist erstmal nicht bekannt und muss durch Auswiegen bestimmt werden. Angewendet wird der Druckbehälter trotzdem manchmal, und zwar bei Außenmischungssystemen, das heißt mit zwei getrennten Spritzpistolen, wo die Materialsysteme nicht miteinander verbunden sind. Wenn die verbunden wären, könnte es bei Druckunterschieden zu Rückströmungen kommen und Aushärtung, das funktioniert nicht. Also nur bei Außenmischungen, wo im Spritzstrahl oder auf der Straße gemischt wird. Es ist aber trotzdem eher als Notbehelf zu betrachten, kommt bei günstigen Kleinmaschinen zum Einsatz oder manchmal für Arbeiten in begrenztem Umfang. Also nicht wirklich geeignet. Für die maschinelle Applikation in größerem Umfang kommen daher Dosierpumpen zum Einsatz. Und für die Mischung ein interner Mischer, also ein geschlossenes System. Und das Material wird dann fertig gemischt auf die Straße appliziert. Und das sorgt dann auch für eine zuverlässigere Vermischung der beiden Komponenten. Und das ist wichtig für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis. Welche Pumpe wann eingesetzt wird, ist abhängig vom Druckniveau und von der installierten Applikationsanlage. Und die Erläuterung der ganzen Details dieser ganzen Systeme und die genaue Funktionsweise, das würde jetzt hier an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Aber sprechen Sie uns gerne an, dann können wir im direkten Gespräch die ganzen spezifischen Details erörtern. Im Folgenden möchte ich aber noch kurz auf ein praxisrelevantes Thema bei Zahnradpumpen eingehen. Hier ein Beispiel einer Zahnradpumpe mit Verschleiß. Obwohl die Zahnradpumpen aus speziellem Edelstahl gefertigt sind, kann es im Laufe der Zeit zu Verschleiß kommen. Und dieser Verschleiß kann nicht nur mechanisch sein, sondern in seltenen Fällen auch chemischer Verschleiß. Die Zahnradpumpe hier auf dem Foto hat im Herbst einwandfrei funktioniert. Und dann wurde die Anlage über den Winter gespült mit Lösemittel und eingelagert. Und vermutlich kam es hier zu irgendeiner chemischen Reaktion zwischen Härter und Lösungsmittel. Aber welche Substanzen hier genau verwendet wurden, beziehungsweise was da genau chemisch gesehen passiert ist, das wissen wir nicht. Wir sind keine Chemiker. Aber das Ergebnis ist natürlich für uns wichtig. Und das Ergebnis war, dass die Pumpe nach der Winterpause nicht mehr funktioniert hat. Ursache war hier eine chemische Korrosion des Materials der Pumpe. Das ist hier gut zu sehen an diesen ganzen kleinen Vertiefungen. Es war nicht nur im Gehäuse, sondern auch an den Zahnrädern selber. Es ist wie angefressen. Eine Zahnradpumpe wird hochpräzise hergestellt. Das heißt, die Abdichtung der Zahnräder gegenüber dem Gehäuse und zwischen den Zahnrädern erfolgt über sehr enge kleine Dichtspalte. Je enger diese Spalte sind, desto genauer arbeitet die Pumpe, was notwendig ist bei den kleinen Härtemengen. Kommt es zu Verschleiß, vergrößern sich die Dichtspalte und es kommt zu einer größeren inneren Leckage, das sind interne Rückströmungen. Die Folge ist, dass die Pumpe nicht mehr so hohe Drücke aufbauen kann und bei gleicher Drehzahl weniger Härter fördert. Das hier ist die Pumpe, die auf dem Foto gezeigt ist, und das ist im Vergleich eine neue Zahnradpumpe. Wenn jetzt also der Förderdruck und die Fördermenge nachlassen, wird zunächst das Mischungsverhältnis nicht mehr eingehalten. Später kommt es dann zu einem kompletten Ausfall der Härterförderung, nämlich wenn der benötigte Druck höher ist als der Druck, den die Pumpe bei der eingestellten Drehzahl noch aufbringen kann. Früher wurden Zahnradpumpen
mit relativ niedrigen Drücken gefahren. Wurden hauptsächlich Glattstriche markiert, als wir 1968 damit angefangen haben. Da gab es große Austrittsquerschnitte und niedrige Drücke. Ein möglicher Verschleiß ist da erst sehr spät aufgefallen. Heute wird dagegen oft ein höheres Druckniveau benötigt, zum Beispiel bei unserem modularen Spotflex-System. Ein Verschleißproblem macht sich da viel früher bemerkbar. Lange Zeit haben diese Pumpen einwandfrei für uns funktioniert. Wie gesagt, wir setzen sie seit 1968 ein und tun es in einigen Bereichen auch immer noch. Aber aufgrund zunehmender Probleme mit Zahnradpumpen haben wir uns vor einiger Zeit entschlossen, eine eigene Härterpumpe zu entwickeln. Zahnradpumpen sind ja Kaufteile, keine Eigenentwicklung. Und dabei handelt es sich um eine Kolbenpumpe mit drei Förderzylindern, die hier versetzt angetrieben werden. Und mit dieser Pumpe können deutlich höhere Drücke erzeugt werden. Das heißt, es gibt hier ausreichend Druckreserve. Angetrieben wird die Pumpe von einem Elektromotor und die Einstellung des gewünschten Mischungsverhältnisses erfolgt bequem an unserer Malkon 4 Elektronik. Wir setzen diese Pumpe seit 2021 mit guten Erfahrungen ein, zum Beispiel bei den Applikationssystemen für Balkpumpen, Druckbehälter, Dickschicht oder auch Airspray 98:2. Statt Dichtspalten hat diese Pumpe Ventile mit Ventilsitz und Ventilkugel. Und das ist leider auch die verbliebene Schwachstelle dieser Pumpe. Denn für das einwandfreie Funktionieren von solchen Ventilen ist auch hier einigermaßen homogener Härter notwendig. Wenn das nicht gegeben ist, zum Beispiel durch Verklumpung von Härter oder irgendwelche anderen Fremdkörper, kann es auch bei dieser Pumpe zu einem Ausfall der Härterförderung kommen. Hier ist ein verstopftes Saugventil ohne Ventilkugel. Und der Härter hat hier so richtig kleine, das waren richtig feste Klümpchen gebildet. Und diese haben dann zuerst zu einem Aussetzen eines einzelnen Zylinders geführt und am Ende dann zur Verstopfung aller Ventile der Pumpe. Überhaupt die häufigsten Ursachen für Probleme mit der Härterförderung sind eine Entmischung und Separation des Härters, saugseitige Verstopfung durch Fremdkörper und Härterklümpchen und druckseitige Separation an Spalten oder Verengungen. Für die Verwendung von Härtern in einer Markiermaschine mit präzise gearbeiteten Dosierpumpen und Ventilen gibt es schlichtweg Grenzen, was die anwendungstechnischen Eigenschaften der Härterflüssigkeit betrifft. Es kann einfach nicht alles da reingekippt werden und verarbeitet werden. Hierzu einige Beispiele aus unserer Praxis. Das Bild hatten wir schon. Härter ist eine Suspension und neigt zur Entmischung. Die gleiche Entmischung findet auch im Härterbehälter der Maschine statt, wenn diese für längere Zeit steht. Auch so etwas kann von einer Pumpe nicht mehr angesaugt werden. Diese Härter hatte so eine dickflüssige, quarkähnliche Konsistenz. Das hier ist das Saugrohr des Behälters, wo sonst der flüssige Härter angesaugt wird. Funktioniert da natürlich nicht mehr. Hier haben sich im oberen Bereich Anhaftungen und Krusten gebildet. Die können abfallen und Leitungen und Ventile verstopfen. Das hier war eine ganz merkwürdige Konsistenz. Der Härter war eigentlich flüssig, aber beim Auslaufen ist er sofort erstarrt. Bei der gesamten Anlage gab es überall vor Verengungen und Ventilen richtig lange, gipsähnliche Separationen. So 30 cm in die Schläuche hinein. Auch ein Klassiker, ein Fremdkörper in der Saugleitung. Das war ein Kunde einer 2K Airless-Pumpe und er hatte sich beschwert, dass die Maschine ständig abschaltet, weil die Pumpe nicht funktionieren würde. Wie sich herausstellte, hat die Pumpe aber völlig ordnungsgemäß abgeschaltet, und zwar wegen Härtermangel.
Die Ursache war am Ende hier eine Plastikkappe, so eine Entlüftungskappe des Härterkanisters, und die war in den Härterbehälter gefallen. Und dieses Plastikteil hat sich dann Stück für Stück in der Saugleitung vorwärts gearbeitet, hat mal zum Ausfall und mal hat er wieder was durchgelassen. Schwer zu finden, aber irgendwann haben wir es gefunden. Nochmal Separation, diesmal auf der Hochdruckseite. Die Entmischung des Härters findet ja nicht nur im Behälter statt, sondern auch bei längerer Standzeit, auch in den Pumpen, Leitungen, Ventilen. Und begünstigt wird das Ganze natürlich durch hohe Temperaturen, wie in diesem Fall hier. Die Anlage hatte wochenlang, 8 Wochen, in der prallen Sommersonne bei über 40 Grad gestanden. Die Feststaupfe setzen sich dann jeweils unten in den Bauteilen ab. Wenn dann die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, wird erst die flüssige Härterkomponente rausgedrückt und irgendwann kommen die ganzen Separationen und das führt dann zur Verstopfung an Verengungen oder Ventilen. Was kann also empfohlen werden, um Ausfälle möglichst zu reduzieren? Im Folgenden ein paar Praxisempfehlungen wieder aus unserer Sicht als Maschinenhersteller. Als erstes also bitte geeigneten Härter verwenden. Nicht alle Härter sind gleich. Die Wirkstoffe mögen gleich sein, aber die anwendungstechnischen Eigenschaften sind es nicht unbedingt. Die Härter neigen unterschiedlich stark zur Separation. Einige separieren schon über Nacht, andere kann man wochenlang in der Maschine lassen. Beim Wechsel von einem funktionierenden Härter zu einer neuen Qualität empfiehlt es sich, vorher ein paar anwendungstechnische Versuche zu machen. Den Härter nicht überlagern. Härter kann alt werden und verliert an Wirksamkeit. Außerdem verklumpen mit der Zeit die Feststoffe. Und es kann sich ein Bodensatz bilden, der nicht mal mehr aufgerührt werden kann. Es empfiehlt sich, die Peroxidhärter, die Kanister bei Lieferung zu datieren und dann in der empfohlenen Zeit zu verarbeiten. Wenn möglich, Härter nicht miteinander mischen. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Es gibt Härterkombinationen, die stark ausfallen und zu so einer gelartigen Masse werden, wenn man sie miteinander vermischt. Viele Härter passen auch zusammen. Das muss man ausprobieren. Also wenn das nicht vermieden werden kann, das Mischen, bitte vorher einen Mischversuch durchführen. Zum Beispiel irgendwie einen kleinen Becher vermischen und über Nacht stehen lassen. Hohe Temperaturen vermeiden, soweit es eben geht. Hohe Temperaturen setzen die Viskosität herab und fördern die Entmischung. Und auch die Peroxide werden schneller unbrauchbar. Also die angegebenen Lagertemperaturen des Härters beachten. Den Härter im Schatten lagern. Und keinesfalls darf die SAT überschritten werden, die Temperatur der selbstbeschleunigten Zersetzung. Wenn längere Pausen sind, Maschine, wenn es geht, im Schatten lagern und abstellen. Beim Umgang mit Härter auf Sauberkeit achten. Verunreinigen und Härter vermeiden, denn Dreck bedeutet Zersetzungsgefahr. Dazu gehört auch, dass man nach dem Gebrauch die Gebinde sofort wieder verschließt, dass da nichts reinfallen kann. Und entnommene Mengen nicht wieder zurück in die Gebinde kippt. Ab und an den Härterbehälter reinigen, falls das notwendig ist, um irgendwelche Anhaftungen und Verkrustungen zu entfernen, die die Leitung verstopfen können. Bei längerer Nichtverwendung der Maschine, zum Beispiel über den Winter, das ganze Härtersystem spülen. Und dazu bitte die technischen Informationen der Härterhersteller beachten. Und da sind dann geeignete Lösungsmittel und Vorgehensweisen genannt. Denn falsche Lösungsmittel können zu einer starken Zersetzungsreaktion des Härters führen. Vor Beginn der Arbeiten empfiehlt es sich, den Härter immer aufzurühren bzw. aufzuschütteln, damit man ein homogenes Gemisch erhält. Und vor Beginn der Markierungsarbeiten sollte erstmal das Härtersystem im Kreis gepumpt werden, falls da kleine Separationen sind oder Lufteinschlüsse, die kann man dann rausfördern. Bei längeren Arbeitspausen die Anlage nicht unter Vordruck
abstellen, sondern den Härterbehälter Druck entlasten, falls irgendwelche Ventile vielleicht nicht ganz dicht sein sollten. Und schlussendlich auf die Arbeitssicherheit achten. Das heißt, die Sicherheitsdatenblätter der Maschine, des Härters beachten. Beim Peroxidhärter, beim Umgang damit nicht rauchen und den Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Da sollte dann die persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Das wären dann Handschuhe und Schutzbrille. Viele Hinweise, aber zusammenfassend lässt sich sagen, habt ein Auge auf den Härter. Er ist wichtig für ein einwandfreies Funktionieren der Maschine und für ein optimales Ergebnis auf der Straße. Homogener Härter, das richtige Mischungsverhältnis und eine gute Durchmischung. Nur so kann sich das Material bei der Polymerisation optimal miteinander vernetzen und nur so können dann die guten Materialeigenschaften von Kaltplastik auch erreicht werden. Wie eingangs erwähnt, die drei M's müssen stimmen. Mensch, Maschine und Material. Dann aber steht einer erfolgreichen Verwendung von 2K Kaltplastiken nichts im Wege. Und viele unserer Kunden beweisen das täglich. Damit danke ich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den weiteren Vorträgen. Danke.